Hallo Leute, willkommen zum ersten Testlauf der C&C Umbau Emco. Ich habe sie jetzt mal so weit fertiggestellt, dass ich das elektronische Getriebe, das ich mit einem Encoder erzeuge, eben eingestellt habe. Auch die Z-Achse läuft dazu. Hinten habe ich einen Antriebsmotor, und zwar einen 0,95 kW Drehstrommotor installiert, der auch schon in die Steuerung integriert ist. Also ich kann schon schön eben den Motor über die Software starten und natürlich auch die Drehzahl ändern. Auch die Z-Achse ist jetzt schon eingestellt. Und wie man eben sieht, laufen die GMC-Motoren doch um einiges schneller als die normalen Schrittmotoren, die ich eben damals in meiner Banado hatte. Ich habe jetzt hier beim Querschnitten die Führungen eben auch schon weggefräst, eben für die Linearführungen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, den kompletten Oberschlitten neu zu konstruieren, natürlich nicht aus Aluminium, sondern aus 42 CR. Der Querschlitten ist auch schon fertig, jedoch muss ich ihn erst überschleifen, und dann wird er eben im nächsten Video montiert. Der Original Emco Schlitten hätte für mich zu viele Kompromisse bereitet, und zwar brauche ich hier eine Anschlagkante für die Linearwegen, damit ich hier die Kraft, die ich eben beim Drehen aufbringe, etwas kompensiere, da ja sonst das Ganze nur von den Schrauben gehalten wird. Und durch den neuen Querschlitten habe ich auch eben hier deutlich mehr Platz für die Kugelumlaufspindel, da ich das eben so konstruieren kann, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb habe ich mich eben dazu entschlossen, ihn gleich komplett neu zu konstruieren. Wenn wir jetzt mal probieren, eben einen Gewindezyklus zu programmieren, wie das geht, das kennt ihr in meinen Videos. Ich habe hier eben eine 3 mm Steigung über 60 lang. Ich werde hier noch ein Gefier programmieren, eben eine Verweilzeit. Das brauchen wir nichts, da Werkzeugwechsel machen wir eben keinen. Also Gefier ist Verweilzeit, P 3 Sekunden. Dann fahren wir nochmal ins Werkstück hinein und wieder raus, dass hier auch Dinge 0 im Programmablauf seht. So. Wenn wir dann eben das Programm starten, dann sollte eigentlich, natürlich ist jetzt die X-Achse noch nicht synchronisiert, das ist eh logisch, aber die Z-Achse, die läuft schon so, wie sie soll. Und hier habe ich euch eben so ein Dixer montiert, damit ihr eben seht, dass das Gewindeschneiden eben schon funktionieren würde. Okay.
So, das war's. Das Ganze oder die ganze Einstellarbeit ist natürlich durch das Vorgelege etwas komplizierter, als wie wenn ich jetzt nur einen Direktantrieb hätte, ist aber unter dem Mach 3 auch nicht schwer. Das Signal für den Encoder, den ich hier eben dazu und wegschalten kann, also jetzt ist der im Mac geschalten, den nehme ich eben direkt von der Hauptspindel ab. Das Ganze geht dann über Zahnräder, also hier oben, man sieht es glaube ich leider nicht, ist in der Antriebsspindel eben ein Zahnradbar. Und dieses Zahnrad treibt dann eben hier über das Wendeherz meinen Encoder an. Und mit den oder den verwende ich dann eben zum Gewindeschneiden. Was ich euch jetzt noch zeige, das sind hier eben diese Abdeckungen, die ich gemacht habe. Ich habe lange überlegt, ob ich hier eben so Faltbälge, Balge nehmen soll oder Aluminiumabdeckungen und habe ich mich dann aber doch schließlich und endlich für Kupfer entschieden, da es erstens besser ausschaut und auch zweitens wesentlich stabiler vom Material ist. Und zwar habe ich mir hier eben solche Kupferbleche zurechtgebogen. Hier eben für den seitlichen Bereich, der dann hier eben die Linearwegen schützt. Also da wird dann eben hier so auf Tisch montiert und kann dann eben so jeweils ein- und ausfahren, um die Wegen eben immer zu schützen. Das Ganze ist hier hinten geführt, kann also nicht rausfallen. Und ein Teil wird eben unten, eines oben montiert. Und dann hat man hier eben einen stabilen Schutz für die Linearwagen. Ich habe mich deshalb für Kupfer entschieden, weil es erstens schöner ausschaut. Also man kann es auch behandeln, dass es nicht oxidiert. Das ist mit dem Mittel, das ich hier habe, kein Problem. Und es ist auch wesentlich steifer als Aluminium. Also ich habe einige solcher Führungen auch aus Aluminium gemacht. Und die machen viel mehr Probleme als wie die Kupferführungen. Hier diese Flächen, die werden dann eben mit so Filzstreifen noch etwas schwergängiger gemacht, dass die Späne eben nicht hinten hineinkommen und dann gleitet das eben auch relativ schön. Das gleiche System ist eben auch hier für diesen Bereich. Das ist eigentlich so wie eine Ziehharmonika, also je nachdem wie sie eben aus- und reinfahren, gehen hier diese Teile eben mit. Die werden hier in diesem Bereich dann ebenfalls mit Filzstreifen noch ausgekleidet, dass die Späne eben nicht hinten hineinfallen. Und der Vorteil von diesen Dingern ist, dass sie um einiges stabiler sind. Also wenn man sie schön biegt, dann halten die ewig. Und diese Faltbalger, die was es hier zu kaufen gibt, die sind eben von der Qualität erstens nicht so toll und zweitens in den Größen, wie wir sie für die Hobbyanwendungen brauchen, bekommt man sie schwer. Ja, das war es eigentlich wieder. Also das nächste Mal geht es dann eben mit dem X-Tisch weiter. Er ist auch schon fertig, also ich habe so wie immer am Schluss des Videos ein paar Bilder, wo ich eben hier diese Teile biege und auch wie ich oder wie Stefan, weil den Tisch hat dieses Mal Stefan eben rausgefräst, konstruiert hat. Auch noch einige Videos und Bilder, wie ich hinten eben für den Motor die Halterung konstruiert habe. Ja, und dann wird es eigentlich schön langsam dem Ende zugehen. Also es fehlt dann eben noch die X-Achse und die ganzen Einstellungen und dann ist die MCO fertig. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like hier oder einen Kommentar und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!